100 Leute haben wir gefragt, wann zahlt eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Die Antworten waren erschreckend, deswegen gibt es in diesem Video jetzt die Auflösung. Wann zahlt eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und wenn du neu hier bist auf diesem Kanal, dann nur ganz kurz für dich als Info. Hier erfährst du kurzes, kompaktes, wichtiges Versicherungswissen in ganz einfacher Sprache. Erklärt. Das heißt, Kanal jetzt schon mal abonnieren, damit du in Zukunft kein wichtiges Versicherungswissen mehr verpasst. Heute geht es um das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Mal wieder. Ja, ist einfach ein wichtiges Thema und wir werden heute darüber sprechen, wann leistet eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Du weißt mit Sicherheit schon, dass diese Versicherung unglaublich wichtig ist und dass du wahrscheinlich auch eine brauchst. Wenn nicht, hier mal dieses Video anschauen, brauchst du eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Danach ist wirklich alles gesagt und du kannst für dich entscheiden, ob du eine brauchst oder nicht. Wie sieht es jetzt aber aus mit dem Leistungsfall? Du hast eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen und jetzt stellst du natürlich die Frage und ich werde auch immer in den Beratungsgesprächen gefragt, ja Basti, aber schön und gut, habe ich jetzt alles verstanden, aber wann leistet die denn überhaupt? Was muss vorliegen, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung leistet? Und das schauen wir uns jetzt im Folgenden an. Wir gehen auf die Punkte ein, was vorliegen muss, also was muss gegeben sein, dass die ganze Geschichte läuft, auf was musst du unbedingt achten, ja, welche Fallstricke gibt es vielleicht hier am Ende des Tages auch. Und am Ende gehe ich nochmal kurz darauf ein, was so wirklich der wichtigste Punkt überhaupt bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist, vor allem bezogen eben auf den Leistungsfall. Damit du überhaupt erstmal eine Leistung beantragen kannst aus deiner Berufsunfähigkeitsversicherung, muss natürlich eine Ursache vorliegen, die die Berufsunfähigkeit begründet. Das kann jetzt zum Beispiel eine Krankheit sein und das kann auch ein Unfall sein. Ja? Beides ist möglich, das eine wie das andere. An der Stelle sei auch nochmal gesagt, für alle, die der Meinung sind, das sind leider immer noch viel zu viele, dass man als jemand, der im Büro sitzt, den ganzen Tag auf einem Bürostuhl sitzt und nur ab und zu mal hin und her rollt zwischen Schreibtisch und Drucker, dass so jemand keine Berufsunfähigkeitsversicherung braucht, das ist so einer der größten Irrglauben, die es überhaupt gibt. Leute, die allerwenigsten Menschen werden deshalb berufsunfähig, weil sie im Büro irgendwo stolpern, ja, über das Druckerkabel fallen und dann danach berufsunfähig sind. Das ist ja kompletter Blödsinn, sondern da sind wir bei den Themen Psyche hier oben, Burnout und Zivilisationskrankheiten wie Krebs. Und davon ist niemand geschützt. Niemand. Egal ob Bürojobber, egal ob Handwerker oder sonstiges. Ganz wichtiges Versicherungsmindset hier. Wollte ich nur mal ganz kurz einstreuen. Zurück zum eigentlichen Thema. Ursache muss vorliegen. Das heißt, aus irgendeinem Grund kannst du deine Tätigkeit, die du ausübst, ganz wichtiger Begriff, deine Tätigkeit oder deine Tätigkeiten, die du jeden Tag ausübst, nicht mehr in voller Gänze ausüben. Genauer gesagt um 50%. Das heißt, sinngemäß steht in den Versicherungsbedingungen in der Regel drin, wenn jemand seine zuletzt ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr zu 50% ausüben kann, für voraussichtlich mindestens 6 Monate. So könnte das bei dir drinstehen. Dann ist die betreffende Person berufsunfähig. Nochmal einfach ausgedrückt, wenn du nur noch quasi die Hälfte von deinen Tätigkeiten entweder zeitlich betrachtet, ja, oder eben vom Inhalt her betrachtet, was du da tust, nicht mehr ausüben kannst, dann bist du berufsunfähig. Ja? Und das Ganze sagt der Arzt, ja, das wird definitiv mal mindestens 6 Monate so sein. Dann gibt es Kohle aus deiner Berufsunfähigkeitsversicherung in voller Höhe, weil das auch immer wieder gefragt wird. Aber wenn ich nur zu 50% berufsunfähig bin, kriege ich dann nur 50% meiner Rente? Nein, 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 nein. Das ist der Leistungsauslöser, der die volle Rente beansprucht. Es gibt entweder alles oder nichts. Okay? Das ist hier der erste wichtige Punkt. Es muss diese Ursache vorliegen. Lass uns noch mal ganz kurz über Tätigkeiten sprechen, weil eigentlich ist nicht dein Beruf versichert, was man immer so denkt, das heißt ja auch so Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern deine Tätigkeiten, genauer gesagt deine zuletzt ausgeübten Tätigkeiten, als du noch gesund warst. Ja, auch ganz wichtig zu verstehen und hier an der Stelle auch nochmal wichtiger Input. Wenn du deine Berufsunfähigkeitsversicherung damals vielleicht als Informatiker abgeschlossen hast und heute jetzt, wo du berufsunfähig vielleicht bist oder die Berufsunfähigkeit im Raum steht, jetzt Landschaftsgärtner bist,
dann gilt deine Tätigkeit, die du jeden Tag ausübst, als Landschaftsgärtner, als versichert. Und das wird geprüft. Das ist komplett egal, dass du die damals als Informatiker abgeschlossen hast. Muss man auch erstmal verstehen, aber ganz, ganz wichtig. Und dann wird eben hergegangen, wird geguckt, okay, welche Tätigkeiten übt denn hier der Versicherungsnehmer Tag ein, Tag aus und kann er die dann wirklich nicht mehr ausüben zu 50% oder vielleicht sogar mehr. Und das kann jetzt zum Beispiel ein zeitlicher Inhalt sein, dass du vielleicht von 8 Stunden, die du arbeitest am Tag, kannst du halt einfach nur noch 4 Stunden arbeiten oder vielleicht sogar nur noch 3 Stunden. Dann wäre das hier bedingt. Oder dass vielleicht eine der Tätigkeiten, die du ausübst, super entscheidend dafür ist, dass du dein Arbeitsergebnis überhaupt erreichst, die vielleicht aber zeitlich gesehen nur 15% beansprucht, also relativ wenig, aber die halt so wichtig ist und du diese eine aber nicht mehr ausüben kannst, auch das könnte dann dazu führen, dass du schon berufsunfähig bist. Ja? Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie hier herangegangen wird. Das stellt natürlich ein Arzt fest. Und ja, das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfindet. Da wird viel geprüft, da kommen viele Formulare, die du ausfüllen musst. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück, auf was du achten sollst, wenn du dann so einen Leistungsantrag vielleicht am Ende des Tages stellen möchtest. Hier aber nochmal das Thema mit der Tätigkeit, mit den Tätigkeiten zusammengefasst, damit du verstehst, dass es eigentlich darum geht und nicht, was genau dein Beruf eigentlich ist, was da irgendwo auf dem Blatt Papier steht, sondern es geht exakt um die Tätigkeiten, die du jeden Tag ausübst. Jetzt warst du beim Arzt gewesen, der Arzt hat dir schon mitgeteilt, ja, hier könnte tatsächlich irgendwie eine Berufsunfähigkeit im Raum stehen. Was ist der nächste Schritt? Ganz wichtig erstmal, dass du überhaupt zum Arzt gehst. Es muss ja irgendwie dokumentiert sein und du brauchst ein Datum, was du auch an den Versicherer weitergeben kannst. Ab wann halt diese Berufsunfähigkeit schon bestanden hat. Wenn du die ganze Zeit zu Hause sitzt und das keinem erzählst und so denkst, ja, das wird vielleicht wieder besser und so und 5 Monate später fällt dir dann ein, jetzt gehe ich mal zum Arzt, das wäre natürlich nicht so clever, ja? Sondern zum Arzt gehen, dass das schon mal hier dokumentiert ist. Und dann macht es in vielen Fällen tatsächlich Sinn, hier jemanden mit dazu zu holen, der sich darauf spezialisiert hat, solche Leistungsfälle zu begleiten. Natürlich kannst du das auch selbst machen, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst selbst den Leistungsantrag stellen, dann wird der Versicherer die Unterlagen zuschicken, die du ausfüllst und dann geht das hin und her, bis irgendwann mal halt ein finales Urteil gefällt wurde, ob es Leistungen gibt oder halt nicht. Aber in vielen Fällen, vor allem wenn das nicht so 100% eindeutig ist, ob die Person jetzt berufsunfähig ist oder nicht, kann es Sinn machen, hier einen Experten mit dazu zu holen, der das Ganze begleitet. Der kostet natürlich auch was, ist klar, aber besser dann jemanden zu bezahlen und seine BU-Rente zu bekommen, als am Ende des Tages gar nicht zu bekommen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Versicherer nicht leisten. Das ist auch wieder so eine Denke, die bei vielen hier im Kopf mit drin ist, wo sagen, ja, die leisten ja dann eh nicht. Stimmt nicht. In nahezu 70% der Fällen wird ohne Probleme ausgezahlt. Und wenn man sich mal anschaut, was jetzt so diese restlichen 30% ausmachen, warum nicht gezahlt wird, dann sind das jetzt nicht Gründe, weil dann da steht, 30% Versicherer sind alle irgendwie Gauner, ja, und wollen nicht zahlen, sondern das sind Gründe wie vorvertragliche Anzeigepflicht wurde verletzt. Bedeutet, du hast einfach damals Beantragstellung missgebaut, hast Gesundheitsfragen nicht gescheit beantwortet oder der Kunde hat den Antrag einfach nicht weiter verfolgt. Ja, der Kunde hat einfach irgendwann nicht mehr geantwortet. Ja, was soll der Versicherer dann machen? Einfach auszahlen oder was? Nee, natürlich nicht. Oder ein letzter Punkt, der Kunde war halt einfach nicht berufsunfähig. Das kann ja auch sein. Also war es einfach halt nicht berufsunfähig und dann wird natürlich auch keine Leistung gezahlt. Und diese Prüfung muss natürlich stattfinden. Und das klingt jetzt vielleicht wieder so ein bisschen, oh, das ist jetzt so komisches Gelaber. Das muss so stark und so genau geprüft werden, um die komplette Versichertengemeinschaft zu schützen. Jetzt stell dir mal vor, der Versicherer würde einfach so sagen, bei jedem Jahr sieht irgendwie so aus, als wäre der berufsunfähig und gibt's Kohle. Was glaubst du, was im Versichertenkollektiv hier passieren würde? Würde natürlich der Beitrag enorm ansteigen. Und deswegen schaut der Versicherer halt sehr genau hin. Und wenn jemand berufsunfähig ist, nach Definition in den Bedingungen, dann gibt's halt auch Kohle, okay? Ganz wichtig zu verstehen, da gibt es nicht irgendwie jetzt, wie sich der Versicherer rausmogeln oder so. Nein, es wird halt einfach genau geprüft. Ja? Aber bei dieser genauen Prüfung verliert sich der ein oder andere nicht fachkundige Versicherungsnehmer vielleicht mal. Und da jemanden mit dazu zu holen, macht durchaus Sinn. Wenn du da einen Tipp brauchst, dann kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben. Ich habe da den einen oder anderen an der Hand, die sich genau darauf fokussiert haben.
Genau, so viel dazu. Mal zum Thema, wie stellst du einen Leistungsantrag, holst du dir Hilfe mit dazu und wie leisten überhaupt Versicherer? Damit klar ist, die leisten tatsächlich. Die meisten Fälle hier werden auch geleistet, sofern derjenige auch wirklich berufsunfähig war. Und jetzt zum Schluss der in meinen Augen wichtigste Punkt, der dazu beiträgt, dass du wirklich mal auch später mal eine Leistung aus deiner Berufsunfähigkeitsversicherung bekommst, wenn du berufsunfähig bist. Und dieser wichtige Punkt findet tatsächlich nicht in dem Moment statt, wo du einen Leistungsantrag stellst, sondern der hat wahrscheinlich Jahrzehnte davor stattgefunden oder eben nicht stattgefunden. Und zwar in dem Moment, wo du deine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hast. Nämlich hier komme dazu, zu dem Punkt, ja, hast du alle Gesundheitsfragen richtig beantwortet? Oder war das eher so wischiwaschi? Ja, wurde auch von deinem Vermittler vielleicht gesagt, ach komm, da machst du überall mal nein, das passt schon, ja? Ganz, 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 ganz schlecht. Ganz schlecht, weil das Ding kann wie ein Boomerang zurückfliegen. Der Versicherer wird später mal zurückprüfen, bis zu 10 Jahre Zeit Antragstellung kann der zurückgehen und dann wird er genau gucken, hat das dann alles gepasst? Passt das, was du angegeben hast mit deiner Gesundheitsakte, Krankenakte, passt das überein? Gibt es hier vielleicht irgendwelche Sachen, die da nicht angegeben wurden, auch wirklich krasse Sachen? Ja, dann wird die Geschichte für dich weniger gut ausgehen und das ist ein gutes Recht des Versicherers, dann hier eine Leistung abzulehnen, weil du eine sogenannte vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung begangen hast. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, Gesundheitsfragen korrekt zu beantworten und hier auch ein bisschen mehr Zeit zu investieren, um halt diese Fragen auch beantworten zu können. Weil das weiß man wahrscheinlich alles mal nicht immer aus dem Stegreif, wenn hier die Frage steht, was in den letzten 5 Jahren in Behandlung und dann kommen da 15 Dinge, wer weiß das schon auswendig. Also das heißt, das ein bisschen aufbereiten macht absolut Sinn. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt natürlich, dass du auch einen Qualitätsversicherer hier mit dazu nimmst. Wenn du hier die Einstellung hast bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, ich mache hier nur billig, 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 dann kriegst du halt auch nur billig, billig, billig. Dann brauchst du dich am Ende des Tages nicht wundern, dass da irgendwie verklausuliert noch irgendwas drin stand, irgendwo auf der Seite 527 Absatz 3 Satz 5. Ja, brauchst du dich in meinen Augen nicht wundern. Da sollte man wirklich nicht auf den letzten Cent gucken, sondern wirklich einen Qualitätsversicherer hernehmen. Was ein Qualitätsversicherer ist, das kann der Versicherungsvermittler deines Vertrauens dir hoffentlich sagen. Ja? Und diese zwei Komponenten sind schon mal die wichtigsten, plus natürlich auch eine adäquate Absicherungshöhe. 500 Euro, 750 Euro sind keine adäquate Absicherungshöhe. Okay, davon kann keiner leben. Und das alles mit in den Topf geschmissen, da legst du fest, ob es später mal Probleme geben wird bei deinem Leistungsantrag oder nicht. Ja, das ist so der wichtigste Input hier nochmal. Am Ende zum Thema, wann leistet eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Das Video war jetzt ein bisschen länger, aber ich wollte hier halt auch komprimiert wichtige Inhalte nochmal mit reinschmeißen, die einfach wichtig sind zu verstehen und die viele da draußen, glaube ich, einfach nicht wissen. Du weißt das jetzt, teil das Video gerne mit deinen Freunden, die vielleicht immer noch Zweifel haben, wie das denn genau abläuft. Dann kannst du hoffentlich ein paar Fragen oder Fragezeichen aus den Gesichtern deiner Freunde wischen. Wie gesagt, abonniere noch den Kanal, lass dem Video noch einen Daumen hoch da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dorthin, Servus und mach's gut.